vielleicht gehen? Ja. Oh Gott. Oh. Jens, vielen Dank. Ja. Warte, wie drehe ich die Kamera wieder? Und? Viel Spaß. Ja, danke. Ach, Mann. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen später. Gar kein Problem. Bis später, mein Lieber. Bis später. Ja. Warte, hopp dich einmal dahin, bitte. Obwohl, so ist, glaube ich, gut, ne? Ja, ich glaube, wenn man so alle viele Stufen sieht, ja, vor allem so, wir können es ruhig noch ein Stück dahin machen. Dann können wir doch. Ich glaube, so ist. Ja, dann. Okay. Ja, ein bisschen ja, mehr ja. Nerven so, aufreißen. Adrenalin. So, haben wir das denn hier gleichzeitig laufen lassen? Soll ich so? Ein bisschen mehr so? Ja, ne? Das ist doch super. Ja, können wir jetzt laufen? Oh, der hat den Tag gerettet. Der Jens, der Basti, nee, der hat dann auf Dings geklickt. Basti hat das einfach geklickt. Basti hat das auf Arbeiten geklickt und dann kommt es aus der Bahn. Hurra. Ich gehe einfach raus und schaue.
Ja, sehr geehrtes Brautpaar, liebe Gäste. Ein Dichter hat mal gesagt, die Ehe, das ist die aufregendste Reise, die ein Mensch unternehmen kann. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass ich Sie zu Beginn Ihrer gemeinsamen Reise heute hier begrüßen kann, im Trausaal der Stadt Bühlen in der alten Schlossmühle von Leopoldhausen. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Barbara Martinez und ich bin heute Ihre Standesbeamte. Mit dem Namen unseres Bürgermeisters, Herrn Kleine Frauens, darf ich Ihnen auch schon vorab die Glückwünsche zu Ihrer Eheschließung ausrichten. Ja, der Eheschließung geht immer eine Anmeldung voraus und Sie hatten die Anmeldung schriftlich gemacht beim Standesamt in Essen. Die Kollegen Börk haben alles geprüft, sie haben keine Ehehindernisse gefunden. Damit steht der Eheschließung am heutigen Tag auch nichts entgegen. Bei der Anmeldung auf diesen Vollmachten, da wurden Sie auch über die Möglichkeiten der Namensführung in der Ehe informiert und Sie hatten sich damals dazu entschlossen, dass Sie beide den Namen Balzer führen. Und den Namenswunsch müssen Sie dann nachher mit Ihrer Unterschrift bestätigen und Sie haben schon genickt, es bleibt auch dabei. Ja, heute bei der Eheschließung, da gibt es nur ganz wenige Formvorschriften, die beachtet werden müssen. Eine davon ist das Vorlesen der Niederschrift über die Eheschließung und damit möchte ich jetzt auch beginnen. Ihre Eheschließung ist im Eheregister des Standesamtes Lünen eingetragen am 5. August 2023. Vor der unterzeichnenden Standesbeamtin erschien heute zur Eheschließung Herr Bastian Christoph Balzer, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Essen, Barkhorstbrücken 16, geboren am 26. September 1991 in Witten, ausgewiesen durch Personalausweis, und Frau Luisa Maria Kerner, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Essen, Barkhorstbrücken 16, geboren am 23. Januar 1993 in Trier, ausgewiesen durch Personalausweis. Das passt da schon so weit? Hat sich nichts geändert? Ja, liebes Brautpaar, bevor wir gleich zum wichtigsten Teil der Eheschließung kommen, nämlich der Frage nach dem Jawort, möchte ich noch einige persönliche Worte an Sie richten. Das ist bei einer Eheschließung Tradition unter den Standesbeamten und an dem Brauch möchte ich auch festhalten, obwohl es natürlich schwer ist, die richtigen Worte zu finden, weil ich sie ja nicht persönlich kenne. Ich habe mich daher gefragt, was ich Ihnen heute mit auf den Weg geben kann. Ich denke, der heutige Tag stellt für Sie beide sicherlich nochmal eine Art Neuanfang dar, auch wenn Sie sich schon seit Sommer 2018 kennen. Aber der heutige Tag ist eben ein ganz besonderer Tag, an den Sie sich immer zurückerinnern werden. In der heutigen Zeit gibt es zwei ganz große Plattformen, auf denen man eine riesige Auswahl an potenziellen Partnern hat. Das eine sind die unzähligen Dating-Apps und das andere ist die Arbeitsstelle. Und so war es auch bei Ihnen beiden, als Sie sich gegen Ende des Medizinstudiums während eines Praktikums kennengelernt haben. Sie haben gleich gemerkt, dass etwas ganz Besonderes zwischen Ihnen entstehen könnte. Da Sie beide noch im gleichen Jahr Reisepläne hatten, haben Sie sich spontan dazu entschlossen, den Urlaub gemeinsam in der Karibik zu verbringen. Da waren Sie zwar noch in der Kennenlernphase, aber Ihr Bauchgefühl hat Ihnen wahrscheinlich längst gesagt, dass es sich lohnt, sich auf den anderen einzulassen. Seit Silvester 2018 sind Sie ganz offiziell ein Paar. Und seitdem genießen Sie die gemeinsame Zeit miteinander und leben Ihre Hobbys zusammen aus. Da ist zum einen das Reisen und so war es eigentlich auch klar, dass die Verlobung im Urlaub stattfand auf Sri Lanka. Ein weiteres gemeinsames Hobby ist der Sport, sei es jetzt in den Bergen oder auf dem Wasser.
Sie sind bereits seit einigen Jahren auf einem gemeinsamen Weg durch das Leben unterwegs. Und Sie werden auch gemerkt haben, dass dieser Weg kein einfacher Spazierweg war und ist, der ohne Auf und Ab durch das gemeinsame Leben führt. Auf Ihrem gemeinsamen Lebensweg ist es wie auf Ihren Reisen. Sie müssen Höhlen erklimmen, Sie werden durch Täler wandern und manchmal werden Sie auch durch ziemlich langweilige Gegenden kommen. Aber ganz egal, wie dunkel oder steil der vor Ihnen liegende Weg auch ist und wie schwer die Entscheidung für den richtigen Weg ist, Sie haben immer Ihren Partner an Ihrer Seite. Ihr Partner gibt Ihnen Kraft und Sicherheit. Und wenn es Ihnen gelingt, Ihre Gefühle, die Sie heute hierher geführt haben, Ihre Zuneigung und Ihre Liebe auf Dauer zu bewahren, dann werden auch die glücklichen Zeiten überwiegen. Es gibt ein Eheversprechen, das von Christa Alden stammt. Und vielleicht möchten Sie sich dieses Versprechen ganz einfach als Vorsatz für Ihre Ehe nehmen. Der Text lautet: Ich will wachen, wenn du müde bist. Ich will erinnern, wenn du vergisst. Ich will schweigen, wenn du recht hast. Ich will sprechen, wenn du irrst. Ich will vorangehen, wenn du zögerst. Ich will stark sein, wenn du versagst. Ich will gehen, wenn du allein sein willst. Ich werde aber immer da sein, wenn du mich brauchst. Und ich denke, wir alle hier im Raum wünschen Ihnen, dass Ihre gemeinsame Reise Sie noch zu vielen schönen Orten führt und dass Sie heute eine glückliche Zukunft beginnen. Ja, liebes Brautpaar, liebe Gäste, ich darf Sie dann bitten, für die Eheschließung für Ihren Plätzen aufzustehen. Ich frage Sie, Herr Bastian Christoph Balzer, wollen Sie mit Frau Luisa Maria Kerner die Ehe eingehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Und ich frage auch Sie, Frau Luisa Maria Kerner, wollen auch Sie mit Herrn Bastian Christoph Balzer die Ehe eingehen? Dann antworten auch Sie bitte mit Ja. Ja. Nachdem Sie nun beide von mir im Standesbeamten und vor allen Anwesenden meine Fragen mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Sie hier mit Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Ehemann. Und Ihre Gäste gucken ganz gespannt. Ich denke, die warten auf den Hochzeitskuss. Fragte die Eheschließenden, ob sich seit der Anmeldung ihrer Eheschließung Änderungen ergeben haben. Die Eheschließenden erklärten, dass keine Änderungen eingetreten sind. Sodann fragte die Standesbeamtin die Eheschließenden einzeln und nacheinander, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Die Eheschließenden bejahten diese Frage. Die Standesbeamtin sprach aus, dass sie nunmehr kraftgesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute seien. Zur Namensführung in der Ehe gaben die Ehegatten folgende Erklärung ab. Wir bestimmen den Geburtsnamen des Mannes zu unserem Ehenamen. Uns ist bekannt, dass diese Bestimmung widerruflich ist. Dadurch ergibt sich folgende Namensführung in der Ehe. Namen des Ehemannes Bastian Christoph Balzer. Name der Ehefrau Luisa Maria Balzer, geborene Kerne. Und als Trauzeugen sind anwesend Frau Rebecca Hettinger, Wohnhaft in Berlin, Kaiserin Augusta Allee 37 und Herr Israel Müllerin, Wohnhaft in Köln, Erkeler Straße 27, beide ausgewiesen durch Personalausweis.
Nee, das braucht man. Dann lag ich sie beide hier um den Tisch herum mit dem 120 Euro. Das ist die Anmeldung zu Ihnen schließen. Einmal mit dem alten. Und das Ihre Liste auf der ersten Zeile. Dann zuerst mit dem Vornamen, der Rufnamen auf. Danach den neuen Namen. Dahinter dein Geborener noch einmal. Und die EB-Punkt. Und noch einmal Ihr Geburtsname. Ja, danke. Und dann auf der nächsten Zeile mit Vornamen. Mit Zweitnamen auch? Nee, rufen wir nicht. Dann darf ich über ein Vorzeugen kommen. Ja, einer muss den Anfang jetzt machen. Ja.
Wir haben es hier.